Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Keine Sorge, keine Sorge, wir werden auf jeden Fall gleich mit Mushu sprechen. Aber da ich zwischenzeitlich meinen PC runterfahren musste, wollte ich jetzt mit euch hier erstmal eben schauen, falls wir denn doch noch ein Puzzlestück finden, was das denn überhaupt für eine Auswirkung hat. Weil ich weiß halt nur, dass wir dieses Event haben, wo wir diese Dinger hier einsammeln. Ich weiß aber nicht so genau, was das jetzt überhaupt für Auswirkungen hat. Ich habe irgendwo, glaube ich, mal gehört, dass man damit Begleiter bekommen soll. Gelesen habe ich allerdings nirgendwo was davon. Deswegen finde ich es mal ganz spannend, hoffentlich was zu finden, wo wir den letzten Teil mitkriegen könnten. Puzzlestück? Ach, das Spiel will mich aber auch wirklich absichtlich enttäuschen. Und euch ganz offenbar auch. Ich brauche doch nur noch ein einziges Stück und dann würde ich gerne wissen, wie das dann aussieht, was das für Auswirkungen hat. Aber nein, wir haben dieses eine Stück nicht. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo man noch die anderen bekommen kann. Na gut, dann werden wir es wohl erstmal sein lassen und werden uns dann erstmal wieder aufmachen zu Mushu und auch natürlich zu Mulan, die wir ja freigeschaltet, ne, geweckt haben beim letzten Mal. So, mit dir können wir noch nicht sprechen. Er war, glaube ich, irgendwo hier. Genau, da ist er. Riecht ja schwer nach Spezialauftrag. Okay, okay. Ich lasse den Feldwebel-Mushu-Kram jetzt sein, damit wir einfach reden können. Denn ich sage dir, wir haben viel zu tun, Gameplayerin. Wir müssen ein Verteidigungssystem entwickeln, das alle Eindringlinge, die China angreifen wollen, dazu bringt, umzukehren und abzuhauen. Hast du eine Vorstellung davon, was du machen willst? Ich weiß es nicht. Ich bin eher ein persönlicher Wächter und nicht so ein Wächter von ganz China. Ich will etwas, das jeden Angreifer das Fürchten lehrt und jeden Verteidiger mit Stolz erfüllt. Etwas, das wirklich beeindruckend ist. Warum nicht eine Drachenarmee aus Statuen mit dir als Vorbild? Du hast mir ziemlich Angst gemacht. Man kann dich super transportieren, genau. Du hast einiges drauf. Stimmt, ich habe es drauf. Lass mich nachdenken. Ja, eine Drachenarmee ist perfekt. Und so schwer ist das gar nicht. Wir können alles, was wir brauchen, hier finden. Etwas Feuerholz als Brennmaterial, etwas Schlamm vom Lager und Eimer mit Wasser, um die Drachenstatuen herzustellen. Außerdem habe ich ein paar rote Spinnenlilien und Chrysanthemen gesehen, die gute Farbe ergeben würden. Ach, dafür sind die Blumen? Schade nur, dass die Drachen nicht so Feuer speien können wie ich. Soweit ich weiß, kann er aber auch kein Feuer speien, oder? Weißt du was? Vielleicht könnte ich da helfen. Wirklich? Das wäre fantastisch. Unglaublich. Wahnsinn. Warte, wie willst du das machen? Sagen wir einfach, ich habe eine magische Begabung und etwas namens Traumscherben. Nein, ich glaube, da habe ich nicht mehr so viele von. Alles, was du tun musst, ist, Feuer auf die Statuen zu speien, wenn sie fertig sind. Na, sieh mal einer an. Du, alles unter Kontrolle, Rekrutin. Ich bin beeindruckt. Wie lange muss ich positionieren, genau. Wie lange muss ich posieren, um mein Aussehen für diese Dinge einzufangen? 3 Stunden? 5? Nur ein paar Sekunden. Was? Ich mache ein Foto von dir, Mushu. Dafür habe ich eine kleine Maschine, mit der ich sofort Bilder machen kann. Ich zeig's dir. Ich bin raus. So, mache ein Foto. Da man ja wieder keine vernünftigen Fotos machen kann, müssen wir das so machen. Zack. Ich find's halt schade. Ich würde halt auch gerne... Ja, komm, machen wir auch. Ich würde halt auch gerne mal Bilder von anderen machen, wie ihn jetzt zum Beispiel, ohne mich jetzt selber darauf zu haben. So, dann haben wir Schlamm vom Lager 50. Soll ich das jetzt ausbuddeln? Nehme ich an, ne? Oder? Nicht? Also das Lager ist doch hier. Eimer mit Wasser. Ja, wo haben die denn sonst Schlamm hier drin? Kann man hier drauf vielleicht irgendwo auch nicht? Okay.
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Aber ich hatte, als wir nach hier gekommen sind, hatte ich doch irgendwas gesehen. Ah, Moment. Oder sind das diese Stellen, wo man graben muss? Das kann natürlich auch sein. Weil wir haben ja hier so diese vorgefertigten Stellen. Ah, okay. Das ist Schlamm vom Lager. Gut, die haben wir natürlich. Oh, hier ist ein Eimer Wasser. Der ist auf jeden Fall neu dazu gekommen. Den müssen wir dann so mitnehmen. Da müssen wir dann aber auch wahrscheinlich auch wieder beim Wasser irgendwo noch zwei andere finden. Da hinten ist auch wieder was. Hier ist kein Eimer mehr. Okay. Aber das ist ja schon mal nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Ich habe jetzt echt gedacht, wir müssten hier die ganze Zeit im Schlamm umbuddeln und jedes Mal bekommen wir dann nur eins raus oder so. Da ist das so auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Übrigens, meine Stimme, entschuldigt bitte, es wird irgendwie nicht besser. Im Gegenteil, es ist gestern noch schlimmer gewesen mit mir. Und ja, ich bin schon froh, dass ich jetzt heute wieder so einigermaßen gut sprechen kann. Entweder habe ich Hustenanfälle oder ich habe keine Stimme. Und ja, Moment. Komme ich dann nur von da aus hin wahrscheinlich? Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich gehe noch ein bisschen weiter und gehe dann da drüber. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Ist hier noch irgendwo was? Ach doch, das geht. Ja, im Endeffekt funktioniert es doch. Jetzt machen wir es nur andersrum. Hier ist auf jeden Fall kein Eimer mehr auf der Seite. Dann holen wir uns erst nochmal den Schlamm. So. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, bis hier haben wir jetzt alles gehabt, oder? Da ist jetzt nicht. Genau, bis hier sind wir gelaufen. Boah, dieses ewige Zucken und dass da immer was im Bild davor ist, ne? Das geht mir wortwörtlich auf die Nerven. Nämlich auf den Sehnerv. Und auch ein bisschen auf den Kopfnerv so gesehen. Kann man die eigentlich auch wegmachen? Ja, anscheinend nicht. Weil wir konnten doch sonst immer auch die Baumstümpfe wegmachen. Aber anscheinend geht das jetzt so mit dem hier nicht mehr. Okay, da ist noch was. Da konnten wir, glaube ich, nicht weiterlaufen. Ne? Dann machen wir das hier erstmal. 45. Das heißt, uns fehlt jetzt noch einmal der Schlamm und... Ah, da ist noch ein Wasserkessel. Okay, perfekt. Beides in einer Ecke. Und einmal Schlamm. Ich sehe zwar irgendwie immer nur 4 rausgehen. Oder habe ich jetzt doch 5 gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Egal, auf jeden Fall stelle die ungebrannte Drachenstatue her. Hier können wir rein. Dann machen wir das doch mal. Wenn wir jetzt nicht gegen die Tür laufen, natürlich nur. Aber wahrscheinlich an der Werkbank, nehme ich mal an. Ne? Ich meine, eigentlich muss es gebrannt. Ach so, da kann man das direkt hier dran machen. Nee. Steht auch die ungebrannte. Ich bin ja auch doof. Ich habe es gerade noch vorgelesen. Schon weiß ich es wieder nicht mehr. Okay. Ja, funktionelle Gegenstände. Das ist ja eigentlich nur ein Möbelstück, oder? Wenn, dann wird es wohl... Genau, hier drin. 20 Stück steht schon drin. Oh, ja, okay, aber so viel Traumschirme haben wir noch. Oh, geil. Richtig geil. Genauso viele Blumen haben wir gesammelt. Dann haben wir die nämlich schon aus Versehen vorher gesammelt in der ersten Folge. Ich wusste doch, die werden noch für irgendwas gut sein. So, wo ist er? Du weißt schon, dass eine Legende anwesend ist, oder? Diese Drachenstatuen sind phänomenal, Gameplayerin. Du bist eine talentierte Künstlerin. Du bist zu gütig. Hey, das hast du verdient. Du hast sehr beeindruckende Arbeit geleistet. Ich bin mir auch völlig sicher, dass sie noch gefährlicher aussehen werden, wenn sie erst einmal gebrannt wurden. Du musst nur die Drachenstatuen und das Brennholz in den Brennofen legen. Dann zünde ich ihn an. Wir sehen uns. Das Brennholz? Ach so. Hä?
Wo habe ich das denn jetzt her? Okay. Reicht das? Weil, ich weiß gar nicht. Ach so, doch, das habe ich, glaube ich, unterwegs auch hier gesammelt, ne? Mushu? Es wäre schön, wenn wir reden können. Ja! Okay, der Brennofen ist fertig. Die Drachenstatuen und das Feuerholz sind drin. Wir sind startklar. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Jetzt ist es an der Zeit, Feuer zu speien. Im Ernst, ich werde jetzt Feuer speien. Bleib zurück. Mhm. Es wird richtig schön warm. Jetzt müssen wir nur noch warten. Seit wann kann der Feuer speien? Ich glaube, ich habe den noch nie Feuer speien sehen in einem Film. Beziehungsweise in den zwei Filmen. Es gab ja zwei Mulans, meine ich. Also zwei Mulan-Filme, meine ich, gab es. Also es gab auf jeden Fall einen normalen Zeichentrickfilm. Dann gab es ja diesen komischen Real-Film da, der dann, ja, so ein bisschen auf Shaolin-Mönch gemacht hat. Also sie hat dann irgendwie übermenschliche Superkräfte und so weiter, wie die Shaolin-Mönche, also diese Mönche in den Shaolin-Filmen damals immer. Die meisten Menschen mögen sowas nicht, weil es einfach nicht echt ist und übertrieben ist. Es gibt aber auch Fans davon, deswegen, ja, ich fand die Shaolin-Mönche eigentlich immer ziemlich cool, wenn die so gekämpft haben und so. Ich fand es halt immer nur lustig, wenn die dann so auf Bambussen rumliefen oder sowas. Oder auf irgendwelchen Grashalmen oder sowas rumbalancierten, wo man genau weiß, also das würde jetzt so unter denen zusammenbrechen. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Hey. Oh, ich auch. Aber das dauert eine Weile. Warum gehst du nicht zu Mulan und beendest dein Training, während die Dinger gebrannt werden? Ich bin raus. Weil ich kein Training mache. Aber ich kann gerne zu sie gehen. Genau, ich kann heute kein Deutsch mehr. Es tut mir leid. Warum sieht das jetzt aus wie eine neue Quest? Es sieht so aus, als wärst du bereit, mit dem Training zu beginnen. Was meinst du? Lass uns loslegen. Großartig! Das ist die richtige Einstellung. Jetzt möchte ich, dass du drei Übungen absolvierst. Angeln, Ziegelbrechen und einen Orientierungslauf. Wie soll mich das zu einem Verteidiger trainieren? Mhm. Aha. Wenn du viele Fische fängst, lernst du die Tugenden der Geduld und Präzision. Außerdem bekommen wir dadurch Nahrung. Unglaublich! Ja gut, das klingt irgendwie logisch. Ziegel zu zerbrechen trainiert die Kraft und der Orientierungslauf fördert deine Ausdauer. Sprich weiter. Ich will auch sehen, wie du strategisch vorgehst. Du kannst diese Herausforderungen also in beliebiger Reihenfolge erledigen. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Lass uns bald mal wieder quatschen. Okay. Tee. Also Angeln, nehme ich mal an, reicht einmal, oder? Die Frage ist, kann ich das hier machen? Oder muss ich dazu jetzt irgendwo anders hingehen? Ah nee, kann ich hier machen. Okay. Machen wir das doch. Wir schnappen uns direkt den größten Fisch. Aber die sind hier fast alle Gold. Kann man hier in Zukunft dann auch angeln? Das wäre natürlich cool. Ist aber nur ein normaler Lachs. Okay, da steht aber... Alter, ich sehe überhaupt nichts. Da steht aber leider nicht, dass ich das fertig habe. Hm. Okay, also, wir wissen, ich habe keine Geduld. Was soll der Kram jetzt hier? Ich dachte, ich soll nur einmal angeln. Was haben wir denn hier? Irgendwas von Eve. Okay. Gut. Müssen wir jetzt hier echt die ganzen Angelstellen durchangeln? Also die mache ich jetzt noch mit euch zusammen. Ansonsten, wenn jetzt hier nichts Großartiges passiert, dann angle ich die ganzen Stellen mal eben quasi offline durch. Das sind ja auch alles nur Lachse und so. Weil ich weiß halt nicht... Muss man das machen? Also muss man die alle angeln oder muss man die nicht angeln? Wieso ist das gerade Gold geworden, hä? Deswegen, ja. Problem ist halt, es wird oben nicht abgeschlossen. Ne? Das ist jetzt mein Problem. Es könnte daran liegen, dass es vielleicht ein bisschen verbuggt ist. Würde mich nicht wundern. Ne? Disney und neuer Inhalt ist ja
zumindest bei Events definitiv verbuggt, sobald was reinkommt. Das haben wir jetzt schon jedes einzelne Mal festgestellt. Oh, was ist das? Ein Schnorchel. Okay. Hier haben wir auch noch ein paar Stellen. Okay, also wenn jetzt hier nichts Großartiges ist, was jetzt irgendwie wie der Schnorchel, was wir jetzt noch nicht kennen, dann überspringe ich diese paar Szenen mal und guck mal, ob dann danach das Ganze abgehakt ist. So, wir sind nun fertig mit dem Angeln, aber es wird immer noch nicht abgehakt. Und jetzt sind hier schon wieder neue Stellen am Kommen. Müssen wir jetzt, auch wenn neue Stellen kommen, müssen wir die dann auch immer wegangeln? Ich weiß es nicht. Was ein bisschen problematisch gewesen ist, muss ich dazu sagen, dass es zwei Stellen, glaube ich, gab. Da musste man wirklich millimetergenau passend reinzielen, weil sonst funktionierte das Ganze nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon ein bisschen nervig. Also wir haben jetzt hier alles geangelt. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt soll, warum das nicht abgehakt wird. Zerbricht die Ziegelsteine. Machen wir das mal. Aber wie soll ich die zerbrechen? Zerbricht die Ziegelsteine. Ich nehme an, dass die diese hier meint. Ach so. Ach, klar. Klar, klar, klar. Ja, 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 ja. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Sorry. Die Sachen können ja alle weg. Die brauche ich sowieso nicht. Wie viel haben wir denn? Ich habe nur die Hälfte. Putten wir das noch oben drauf. Ein Fächer. Hä? Okay. Also wir haben einen Fächer, einen Schnorchel und ich weiß nicht, was jetzt beim letzten noch kommen wird. Okay. Ziegelsteine haben wir schon mal abgehakt. Wir könnten auch theoretisch mit ihr sprechen. Ich verstehe allerdings nicht, warum das mit dem Angeln jetzt nicht abgehakt wird. Und mit dem Orientierungslauf, da muss sie uns erstmal doch auch sagen, wo wir hingehen müssen. Ausdauertraining war anfangs definitiv nicht mein Favorit. Aber es ist wichtig. Als Verteidiger müssen wir manchmal lange Strecken mit schweren Rucksäcken auf dem Rücken laufen. Wir müssen auch wissen, wie wir uns in der Welt um uns herum zurechtfinden, falls wir von der Gruppe getrennt werden. Klingt heftig, ja? Keine Sorge, ich werde dich nicht auffordern, sofort loszumarschieren. Ich lasse neue Rekruten nicht einfach in der Wildnis herumirren. Ich habe hier im Lager eine Herausforderung entwickelt. Folge mir. Lass uns bald mal wieder quatschen. Okay, das wäre dann die nächste Herausforderung. Das Problem ist, ich habe ja jetzt schon eine Weile geangelt. Also ich habe jetzt 9 Fische und 5 von den, fünf von den roten Algen und 3 von den grünen Algen bekommen. Oder ist es nur 9 und das? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Geeignet für ein winziges Wesen. Das dürfte dann auch Muschel sein, oder? Hallo? Mhm, aha. Willkommen im Trainingslabyrinth. Aber bevor du anfängst, muss ich dir etwas geben. Hier. Ja, war ja klar. Was ist das? Ja, was wird das wohl sein? Gewichte. Trainingsgewichte. Sie entsprechen ungefähr dem Gewicht deines Rucksacks, wenn du gehst. Hast du etwa erwartet, dass du mit leeren Händen durch das Labyrinth gehst? Das wäre zu einfach. Ich lache der Herausforderung ins Gesicht. Hahaha, bin ich eine Hyäne oder was? Sei nicht zu selbstbewusst, Gameplayerin. Das könnte dir zum Verhängnis werden. Lege die Gewichte an, öffne die Tür und komm zu mir. Dann erkläre ich dir den Rest deiner Ziele für diese Übung. Okay. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Ach, das ist die Tür. Ja, wenn sie nicht weglaufen würde. Oh, wie schön, dich zu sehen. Ich bin so froh, dass du mich gefunden hast. Die ist ja auch nur gerade vor mir einen Meter weitergelaufen. Aber sie ist so froh, dass ich sie gefunden habe. Ja, ich finde sowas immer wieder geil. Sorry.
Das Training der Verteidigung. Moment. Hä? Also. Orientierungslauf, das ist das, was ich jetzt habe. Die anderen Sachen sind doch teilweise schon abgehakt. Also beziehungsweise das ist schon abgehakt. Ich habe dein Training in drei Arten von Übungen unterteilt. Angel, Siegel, Zerbrechen, einen Orientierungslauf. Wenn du viele Fische fängst, lernst du die Tugenden der Geduld und Präzision. Muss ich noch mehr fangen, oder? Ziegel zu zerbrechen ist eine Grundübung, die dir Kraft... Das wissen wir ja alles schon. Ich muss los. Mach's gut. Rüste die Trainingsgewichte aus. Die sagt immer, mach's gut, aber... Ah, hier. So, Trainingsgewichte. So. Sprich mit Mulan. Die ist aber immer noch da. Du bist fast fertig. Jetzt ist es dein Ziel, den Weg durch das Trainingslabyrinth zu finden und dabei die Trainingsgewichte zu tragen. Aber es geht nicht nur darum, deinen Rucksack zu tragen und deinen Weg zu finden. Du musst auch auf deine Umgebung achten, bis hin zum kleinsten Stein. Deshalb verstecke ich dort ein paar Kieselsteine. Finde alle und triff mich dann an der Flagge im Labyrinth. Wie viele? Gib mir einen Moment, um alles vorzubereiten, dann kannst du anfangen. Und die nächste Frage wäre... Ah ja, okay. Das beantwortet meine Frage, ob die leuchten und wie groß die sind. Okay, los, ich warte bei der Flagge auf dich. Ich würde nur gerne wissen, wie viele das sind, weil hier am Anfang ist auch noch eine. Den Schrott kann ich wahrscheinlich dann auch noch wegmachen, nehme ich mal an. Alter, diese Perspektivenwechsel, ne? Da sieht man überhaupt nichts. So, die Frage, ist das hier offen? Ja. Jetzt haben wir noch was gefunden. Schätze des Trainings. Okay. Okay, das heißt, wir haben noch drei Kieselsteine zu finden. Hä? Da ist sie. Eins habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Aber wie komme ich da jetzt nochmal hin? Aber es läuft nicht auf Zeit, hoffe ich doch mal. Weil den habe ich ja eben genommen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Muss man die teilweise doppelt nehmen? Einer versteckt... Ja, ich wollte gerade sagen, einer versteckt sich doch bestimmt ganz am Anfang. Genau auf der Seite, wo ich nicht geguckt habe. Okay. Bring die Kieselsteine zu Mulan. Das war hier. So, bitteschön. Oh, wie schön, dich zu sehen. Ich bin so froh, dass du mich gefunden hast. Oh, kann ich auch was anderes sagen? Training der Verteidiger, Orientierungslauf. Ja, damit bin ich doch fertig. Achso, okay. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Labyrinth durchquert und alle Kieselsteine gefunden. Das zeigt mir, dass du die nötige Ausdauer und die Fähigkeit hast, um eine wertvolle Verteidigerin zu sein. Ja. Jetzt brauchst du nur noch ein Wanderlied. Glaub mir, es hilft, die Zeit zu vertreiben. Oh. Ich hab eins. Hey ho, hey ho. Los, mach schon. Komm raus aus dem Labyrinth. Lass uns bald mal wieder quatschen. Soll ich jetzt? Achso. Okay. Kann ich das aber wieder ablegen jetzt, oder? Moment, das mache ich mal eben. Garderobe? Ja, was ist denn das? Oh. Geräte? Keine Ahnung. Nee. Zubehör? Ist das ein... Ja, Zubehör. Okay. Weil ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Gewicht rum. Ja, Angeln müssen wir jetzt weiterhin noch machen. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt schon alle Angelstellen hier durch. Und wir haben auch schon... was bekommen... Oh, hier ist nochmal eine neue Angelstelle. Ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich auch 10 Fische. Und muss halt so lange warten, bis man... Ja, 10 Fische hat oder sowas. 9 habe ich ja schon. Und diverse Algen habe ich geangelt. Da hinten. Ich weiß nicht, ob sich da hinten eine Stelle versteckt. Das sieht von hier aus so ein bisschen komisch aus. Es wäre noch ein Fisch. Das reicht ihr aber auch nicht. Ich meine, ich kann sehr geduldig sein, wenn ich möchte. Aber wenn ich dann sehe, ich habe halt schon alles weggeangelt, werde ich natürlich logischerweise auch irgendwann ein bisschen ungeduldig, weil ich halt nicht weiß, ja, ungeduldig ist das falsche Wort, aber ich werde ein bisschen sauer,
ist vielleicht eher das richtige Wort, weil ich habe halt, wie gesagt, schon alles weggeangelt. Die eine Stelle ist jetzt neu gekommen, aber ich weiß nicht, ob noch eine Stelle neu kommt. Und wenn ja, wie lange dauert das, bis da neue Stellen kommen? Weil ich halt hier schon komplett durch bin. Ich habe keine Ahnung. Ich kann wirklich nur inständig hoffen, dass das kein Bug ist. Weil das wäre jetzt blöd. Das wäre jetzt richtig blöd. Wir haben halt schon alles weggeangelt. Haben hier nichts mehr. Nee, das da hinten, das ist nur die Farbe, ne? Sieht halt so seltsam aus. Nee. Das ist nur... Manchmal guckt man hier so übers Wasser rüber und dann hat man so komische, ja, orangene Umrandungen irgendwie. Da habe ich jetzt schon zwei, dreimal gedacht, okay, das könnte vielleicht was sein, was man jetzt so nicht direkt sieht, weil es ein bisschen verbuggt ist vielleicht optisch. Aber hier ist gar nichts mehr sonst. Nur es wird halt eben nicht abgehakt. Das ist jetzt mein großes Problem. Also 10 Fische habe ich jetzt schon geangelt, 3 von den Algen und ich meine auch die roten Algen hätte ich hier drin geangelt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die dich an dir erinnern, die Mulan tragen lässt. Ja, was ist denn hiermit? Schnorchel gebaut aus dem Bambusrohr. Fächer. Müssen wir die irgendwie abgeben oder was? Hier ist doch sonst auch keine Stelle mehr, wo man irgendwas machen kann. Ich freue mich richtig, dass du hier bist. Oh! Woo! Oh nee, jetzt sag mir nicht, dass es reicht, einen Fisch noch zu angeln. Aber das trotzdem nicht abgehakt wurde, weil, keine Ahnung, da irgendwas schief läuft mit der Quest. Wow, das sind ganz schön viele Fische. Glückwunsch, Gameplayerin. Dank dir wird niemand mehr hungern müssen. Sprich weiter. Könntest du vielleicht den Fisch in den Suppentopf des Lagers geben? Das wäre eine tolle Ergänzung für die Brühe. Auf Wiedersehen. Ist aber immer noch nicht abgehakt, ne? Was hat die gesagt? Hierhin, in den Topf? Ja. Ah, jetzt ist es abgehakt. Okay. Es ist ein bisschen komisch gewesen. Also vorher habe ich ja auch mit dir sprechen können, aber dann hat es ja nicht angenommen, sondern hat nur gesagt, ich soll halt mehr Fische angeln. Oh, wie schön, dich zu sehen. Hi. So, vervollständige Training. Ich bin beeindruckt, Gameplayerin. Du hast jede Übung mit Bravour und Geschick absolviert. Diese Herausforderungen sind aber nicht nur dazu da, um dich zu trainieren. Sie helfen auch dabei, Herausforderungen, wo du... Was? Sie helfen auch dabei, herauszufinden, wo du am nützlichsten bist. So rum. Was war deine Lieblingsübung? Ich mag geistige Herausforderungen mehr. Meine Lieblingsübung war die mit der Spitzhacke. Die war am schnellsten vorbei. Ich habe einen Favoriten. Wirklich? Welche? Ziegel zerbrechen. Du verlässt dich gern auf deine Stärke. Das könnte bedeuten, dass du dich besonders für die Verteidigung an vorderster Front eignest. Gut zu wissen. Jetzt musst du Mushu nur bei seinem Verteidigungsplan helfen. Du solltest zu ihm gehen und mit ihm reden. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Gameplayerin. Das hast du wirklich gut gemacht. Du warst mir eine tolle Hilfe. Ja, was ist jetzt mit dem anderen? Hallo? Mulan, ich hab doch hier noch was. Hier, guck mal, ich habe noch 3 Sachen gefunden. Hä? Was ist das? Wo hast du sie gefunden, Gameplayerin? Hier und da, während des Trainings. Weißt du, was sie sind? Okay. Ja, das ist einer der Fächer, die ich hatte, als ich geholfen habe, den Kaiser zu retten. Und das ist eins der runden Gewichte, mit denen ich trainiert habe. Damit konnte ich Hauptmann Shang zeigen, dass ich es ernst meine, ein Soldat zu sein. Mushu benutzte den Bambusschnorchel, als er versuchte, mir beim Fischen zu helfen. So viele Erinnerungen. Das stimmt. Und gute Erinnerungen noch dazu. Es wäre mir eine Ehre, wenn du sie in dein Haus ausstellen würdest. Cool. Hier, Gameplayerin. Es wird eine lustige Erinnerung daran sein, dass du und ich das gleiche Training haben.
Lass uns bald mal wieder quatschen. Ja, cool, cool, cool. Warte darauf, dass die 4 Ladungen der Drachenstatuen verbrannt sind. Das heißt, ich kann jetzt heute noch nicht weitermachen. Du weißt schon, dass eine Legende anwesend ist, oder? Die Drachenarmee, dann sagt er nichts. Ne? Jetzt müssen wir noch warten, ja. Ich bin raus. Ja, du bist raus. Oh, das sieht ja cool aus. Oh, da muss ich direkt mal ein Bild von machen. Leute, Leute, Leute. Haha, genau. Da, das ist cool. Mach mal deinen typischen... Genau. Und wir machen noch eins, wo wir davor stehen. Schau mal in die Kamera. Lächeln. Ich finde das so toll, wenn die das macht, was ich sage. Ja, geil. Okay, Erinnerungsbild, das musste jetzt sein. Es tut mir wirklich leid. Auf jeden Fall ist der Rest jetzt auch fertig. Ich habe schon gedacht, wir müssen jetzt tatsächlich warten. Sieh sie dir an. Sie sind perfekt. Okay. Kein Eindringling wird es wagen, sich mit diesen kämpferischen Wächtern anzulegen. Jetzt muss ich sie nur noch in ihre Kisten packen. Dann können wir sie nach ganz China schicken. Oh, was ist jetzt los? Alter. Kommt da jetzt ein Ungeheuer oder was? Oh nein. Zum Glück hat es nicht das Camp erwischt. Folge Mushu und Mulan. Milan, genau. Aufgabe gestartet, die Straße räumen. Ja, dann würde ich allerdings sagen, wenn jetzt hier wirklich... Moment. Felsen blockieren die Straße. Ich wiederhole, Felsen blockieren die Straße. Ich habe Augen im Kopf. Du tust dir noch weh, wenn du versuchst, das alles alleine zu bewegen, Mushu. Warum gehst du nicht nach deinen Drachenstatuen sehen? Gameplayerin und ich finden eine Lösung. Okay, okay, du hast recht. Ich vertraue darauf, dass ihr beide einen Weg finden werdet, um den Tag zu retten. Das werden wir. Aber da ich davon ausgehe, weil das jetzt eine neue Aufgabe ist, dass das noch ein bisschen länger dauern wird mit dieser Aufgabe und wir jetzt doch schon ziemlich lange gebraucht haben für den Rest, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann werden wir die folgende Aufgabe im nächsten Video erledigen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.